Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zweikanal auf Fieser Dinkel. Und heute schauen wir mal wieder uns einen Weltrekord an. Und zwar den Squad Team Rebirth K-Rekord. Wenn ihr euch auch mal irgendwie informieren wollt, was so gerade die aktuellen Rekorde sind, könnt ihr das hier auf warzonestats.gg machen. Hier gibt es den Reiter oben Records und dann geht ihr hier halt auf Rebirth. Squads, ihr könnt euch auch den Solo-Rebirth-Kill-Record angucken. Da ist zum Beispiel Phalaxi ist ja auch mit in der, ich weiß nicht, genau, 20. Platz hier mit 51 Kills. Könnt ihr euch mal rumschauen, wenn es euch interessiert. Und der aktuelle Squad-Rekord liegt bei 164 Kills. Geistesgestört. Wir haben uns schon ein paar Mal Rekorde angeschaut und da war es halt immer mal wieder so, ich sag mal so, also die Lobbys waren, also eine Lobby, die ich in der Solo-Lobby, glaube ich, einmal gesehen habe, im Solo-Weltrekord, das konntest du dir fast nicht angucken, weil das war wirklich richtig langweilig, muss man sagen. Das war wirklich richtig, richtig mies langweilig. Ich hoffe, die Lobby ist ein bisschen besser. 164 Kills, geistesgestört, Abfahrt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne eine positive Wertung, kostet das Abo da. Oh ja, genau. Und hier kommt jeden Tag um 16 Uhr ein neues YouTube-Video. Also, lasst gerne ein Abo da, Abfahrt. Ja, Musik, Copyright. Okay. Madre mía, solo schon mehr, ja. Ah, das war wieder dieser Specialist-Bonus, irgendwie, wo direkt Loadout kam, ne? Okay. Spanier, oder? Roboter. Und. Wer hätte es gedacht? K-64, wie geht das überhaupt? Guck mal, da wäre die Runde fast vorbei gewesen, wenn die beiden noch da gegangen. Da muss man mal, hier muss der. Also bei dem Modus scheinbar einfach direkt Loadout. Und jeder hat Specialist oder was? Warum habe ich den nicht gespielt? Das sieht sehr spaßig aus, muss ich sagen. Mono Bastard. So. Sieben Kills. Habt ihr einen Rekord auf Rebirth mit eurem Team? Also wisst ihr, wie viele Kills ihr mal gemacht habt zusammen? Ich glaube, ich habe da noch nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin, ne? Ups. Ist der Ja-Weg. Ist auch verlinkt in der Videobeschreibung natürlich. Den Twitch-Kanal. Schön. 10 Kills. Der Käfig ist halt krank, ne? Ich mach mal ganz kurz meine Cam über seine Facecam. Zieht euch mal den Killfeed rein, die ganze Zeit. Ununterbrochen wird da was angezeigt. Zieht euch das rein, das ist wirklich crazy, Alter. Das ist wirklich crazy. Ich hab gar nicht dran gedacht, ist ja logisch, ne, bei 164 Kills. Die Mails machen halt auch die ganze Zeit Kills. Und da ist der Killfeed komplett krank. Zieht euch das mal rein. Junge, Junge. Okay. Oh. Hallo? Hallo? Lobby in Ordnung. Kann man spielen, ich sag mal so. Ich hab den Modus null mitbekommen, ich weiß es nicht, Alter. Hab ich wieder geschlafen. Nein, Bombs. Übrigens befinde ich mich immer noch in New York gerade. Ich bin noch am Vorproduzieren. Wir haben gerade 6.33 Uhr. Hat man mir das angemerkt, dass es so früh morgens ist? Ich glaube, ist okay, oder? Das ist gut versteckt. Er ist tot. Ich schwöre, er hat auch gar nicht gemerkt, dass sie jetzt voll den Rekord aufstellen. Ne? Das finde ich immer so lustig. Also, weil die Leute das so merken, dass es so voll die kranke Runde wird. Ich meine, so ein Weltrekord, schon heftig. Alle haben Specialists die ganze Zeit. Oder immer nur ein Team. Ist aber unfair eigentlich. No, paso.
Lass mich doch einer! Da war er lucky, Alter. Ah, man, ist Stimgen. Ich hab Patchnotes gelesen, also ich schaue gerade das Video am Freitag, 17.05., dass Stim jetzt wieder ein bisschen besser funktioniert. Also, dass man es doch jetzt wieder spielen kann, finde ich sehr, sehr nice. 17. 18. Oh, jetzt. 9. Ja. 19. 20. Ah, den Kill hat er nicht bekommen, unkorrekt. Ich sag, er macht 30 Kills. Ne, 40. Irgendeiner muss ja theoretisch eine 50-Bomb rausgehauen haben, oder? Weil als ob jeder 40 macht. Wow, das war ein nice Shot. Imagine so ein No-Scope, ganz kurz. Das Ding ist auch, also ich weiß, dass viele dann immer anfangen, oh, ja, also die Gegner, also ja, meine Gegner schießen immer zurück und bla bla bla, einfache Lobby. Aber ihr müsst halt auch überlegen, dass in Rebirth, also das ist halt ein perfekter Modus für so Rekorde, ne? Die Leute landen immer wieder bei ihrem Loadout, haben meistens dann nur eine Pistole in der Hand, sind in der Luft, nah am Boden. Du hast Specialist, du siehst, wo die Gegner auf dem Boden sind. Natürlich kommt es dann selten zu irgendwelchen Gunfights, wo man One-Shot ist. Also, so wisst ihr, was ich meine? Also, selbst wenn jetzt hier irgendein geisteskrankes Geek-Team drin wäre, würde man das nicht unbedingt merken, wenn die einmal nicht mehr im Game sind. Weil, wenn du immer wieder bei dem Loadout landest und das immer wieder abgecampt wird, ne? Wie wir es sehen hier, wie er es natürlich auch macht. Hier, überall ist ein Loadout. Guck mal, der will auch wieder zum Loadout. So. Natürlich sind es dann insane viele Kills, die du machen kannst. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Lobby zu tun, würde ich sagen. Guck mal, die boxen sich, der hat auch keine Chance, so. Die werden ja wirklich absolut humiliated. Ihr wisst euch weiter. Humiliated? Humiliated. Was ist der nächste in der Luft? Und erst, guck mal, er ist die ganze Zeit bei Chemical. Der Lila, ne? Schmeck! Normalmodus hast du auch nicht so viele Kills gemacht, niemals. Überleg mal, 40 Leute insgesamt, inklusive deinem Team. Und die machen 164 Kills. Also schon bodenlos. Diamantroboter sieht auch echt nice aus eigentlich, ne? Schade. Aber also ich bin aber trotzdem bin ich bei euch, dass mich das Gameplay jetzt noch nicht aus den Socken gehauen hat. Ein Grüner. Ja. Einfach AFK, nimmt man mit, alles gut. Wie viele Aufrufe hat dieses VOD? Das ist ja so ein Highlight. 67. Ich frage mich mal, also hat der Typ gerade geschaut, ob er wie viele Kills alle insgesamt hatten? Weil ich keine Ahnung, wie man so schnell gucken kann. 34 schon. Ich bekomme auf jeden Fall immer Bock zu zocken, wenn ich das so sehe. Das ist ja ein gutes Zeichen. Nein, Fährtenleser. Bro. Schade. 36, 34. Der Arme, der eine, der hat nur 19 Kills. Er wird so aufgezogen, safe. Oh, schön gemacht. Schön. Aber nur wegen Aim ist das Ding ganz weg geworden. Oha, die Leute auf der Drohne, Alter. Hä, nee, das verstehe ich nicht. Dann hat er nicht jeder Specialist. Erklärt mir den Modus mal bitte. Oh. Richtig. Wichtiger Vibe. Okay, Vibe and. Na, otro de Hall, ey. Es ist. Aber da igual, aquí se puede hacer una buntineta que te cagas, eh.
Das ist schon nice anzusehen. Auch wenn es halt, ja. Ich. Ihr wisst, was ich meine. Genau das. 40 Bomb. 42. Die Frage ist halt auch immer so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so eine Lobby zu bekommen, ne? Also die zocken dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, 4-5 Stunden. Und dann ist es halt das, die Lobby und dann wird das hochgeladen. Und dann denken die Leute halt so, man spielt jede Runde so. So Lobbys. Also das glaube ich aber nicht. Weil wenn es wirklich Spanier sind, dann ist es ja auch EU so. Kunde mit Dinkel. Und EU-Lobbys, also außer du heißt Phalaxi, dann schaffst du es einfach nicht, im regelmäßigen Abständen entspannte Lobbys zu bekommen. Es geht einfach nicht. Es gibt keinen VPN-Anbieter, der das hat. Der da einem so krass gönnt. Sonst würde das ja wirklich jeder benutzen, wisst ihr, was ich meine? Deswegen sind die Vorwürfe gegenüber Felix halt auch einfach nicht sinnvoll, wenn man das mal zu Ende denkt. Ich würde alles dafür geben, wenn Felix wirklich ein VPN benutzen würde. Weil irgendwas stimmt bei seinem Account einfach nicht mit dem Matchmaking. Ne, also. Ihr versteht das von der Logik her, ne? Weil, ich meine, Chris, Icke, Pentagon, alle haben ja, also fänden das ja geil, mal irgendwie entspannte Lobbys zu spielen, so. Wisst ihr, was ich meine? Die würde man ja gerne mal mitnehmen, wenn man einfach gerade keinen Bock mehr hat und dann einfach irgendwie, wenn es ein Programm geben würde, zack, auf einmal findet man so Gottes-Lobbys. Das funktioniert halt so nicht, ne? So ein Programm gibt es nicht. Und deswegen ist es auch Quatsch, Felix immer zu sagen, dass er VPN spielen würde, weil dann würde es jeder benutzen, wenn das so gut, wenn es so ein gutes Programm dafür geben würde. Digga. So ein Turm schießen. Richtig. Ups. Ah, der eine hat 6 Kills mehr gemacht jetzt. Immerhin eine 20. Stefan, du bist mit dem Kill-Rekord dabei. Scheiß nicht mal 20 Kills. 48. Zwei Teams nur. Oh, geht aber noch lang, die haben die ja wahrscheinlich am Leben gelassen, um Rekord aufzustellen. Na, tío, hermanito, nada. Vamos a hacer el truco, vamos a hacer el truco, con un equipo se hace el truco. Da igual, da igual. No, la verdad. Que sí, con un equipo se hace el truco. Clan arriba, clan. ¿Jura? Esto no es el último. Okay, ni el Lobby, ni el Lobby. No matéis ese, no matéis ese, es el último. ¿Jura? Se quedan dos. No, que no. Están abatidos, bro. Caca en Spanish. Sí. No, está ahí, eh. Literalmente 5 más y mago 60. Okay, doch. Lässt ihn am Leben. Dann haben die einfach nur Kills gefarmt am Ende? Nein. Nein. Aber smart. Aber smart. No lo matéis. No matéis. Están dos, man. Déjame ese. Dame ese, no. Nada, tío. Tiene que matar a él que lleva dos. No lo matéis. Hä, aber wie lange geht denn das jetzt? Das sind da solo. Warte, okay, nicht mehr so lange. Vale. Vale, ha reparecido otro, tío, ya es truco. Va a caer todo arriba, cabrón, súbete. Hostia, es verdad. Pagando por mano. Solo dos. Para que sea bonito en la foto. Ah, gas más un play, ¿viste? Hombre, déjame tres para que sea bonito, ¿no? Vale, otro más. Le quitamos récord. ¿Cuánto era? No que sé, pero.
152, creo que era. Felipeo. Nah, tío. Alter. Cuidado, cuidado, ya lo había. Corre, coche. Cuidado, cuidado. Estoy mirando, ja, krank, krank. Auf jeden Fall, ja, beeindruckendes Gameplay, heftige Lobby und Weltrekord ist Weltrekord. Nimm mal mit. Leute, lasst einen positiven Wert da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich könnte chillen am Loft in Berlin. Denn für meinen Job hätte ich mir längst verdient. In einem Loch könnte ich alles verlieren.